Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute habe ich eine Methode am Start, wo ihr pro Karte richtig viele Coins machen könnt, wenn ihr ein bisschen Glück habt. Aber da geht es auf jeden Fall um die LSRS-Methode und zwar snipet man sich da einfach Spieler, also LS-Spieler und RS-Spieler und ich werde euch das Ganze dann gleich noch anhand von Beispielen zeigen. Hier haben wir aber dann direkt einen Miralas nämlich bekommen für 850 Coins und wenn ihr dann auf den Preisvergleich geht, seht ihr, dass dann nur LFs oder LM-Spieler kommen. Deswegen immer auf die Transferliste packen und unbedingt den Preisvergleich machen und dort nochmal nachzuschauen, ob der Spieler mehr wert ist, als ihr ihn eingekauft habt. Also ist er natürlich, wenn ihr den Sniping-Filter richtig einstellt, aber ich meine, der ist dann natürlich als LS nochmal viel mehr wert als als LM oder LF. Das heißt, ihr geht dann einfach hier auf Miralas, also sucht da einfach den Miralas. Gut, dann findet ihr den und dann sucht ihr einfach, was der so als LS-Karte kostet. Und da finden wir dann auch schon, dass der 1800 Coins kostet. Das heißt, wir stellen ihn einfach rein für 1800 Coins. Wir haben ja auch den Chemistry Style Hawk auf unserem Miralas und machen somit dann einfach mal 1000 Coins gewinnen. Also wie wir hier sehen können, ist das einfach eine mega gute Methode, mit der man sehr, sehr leicht Coins machen kann. Und da machen wir jetzt eben circa 1000 Münzen gewinnen und dann würde ich sagen, holen wir uns direkt die nächste Karte. So, also ich stelle den Sniping-Filter immer auf 1100 Coins. Bei 1200 kommen manchmal schon Spieler, hier bei 1300 kommen dann ganz häufig Spieler. Deswegen würde ich euch raten, für 1100 Münzen zu snipen und das mache ich jetzt einfach direkt mal. So, hier kommt ein Walkout rein für 1000 Coins und den haben wir dann direkt bekommen. Das Ganze ist echt nicht so leicht, dass ihr hier Spieler bekommt, aber wenn ihr Spieler bekommt, dann macht ihr einfach einen heftigen Gewinn pro Karte. Und hier schauen wir einfach auch auf den Preisvergleich und Walkout kostet als LM schon ein bisschen mehr. Und den geben wir wieder auf die Transferliste und schauen auch einfach direkt nach, was der gute Mann wert ist. Also wir gehen hier einfach mal auf die Suchfunktion, suchen dann den guten alten Theo Walcott und dann eben als LS. Und ich bin gespannt, was der gute Mann wert ist und der ist auch 2000 Coins wert. Das heißt, wir machen mit dieser Karte einfach auch nochmal 1000 Münzen Gewinn. Das ist echt sehr, sehr leicht und vor allem auch extrem effektiv, wie ihr hier sehen könnt. Also wir stellen ihn rein für 2000 Coins und der wird dann innerhalb von ein paar Stunden weggehen und da haben wir einfach mal wieder 1000 Coins Gewinn gemacht. So, ich habe euch jetzt gezeigt, wie das mit LS-Karten geht. Das Ganze geht aber auch natürlich mit den RS-Karten. Die sind allerdings ein bisschen weniger wert. Von dem her ist da die Wahrscheinlichkeit, dass ihr gute Schnäppchen macht, geringer. Also mit LS kann ich es euch mehr empfehlen. RS geht allerdings auch. Und wir sehen hier, für 950 könnten wir die snipen. Da gibt es allerdings sehr, sehr viele verschiedene Spieler. Deswegen würde ich sagen, gehen wir auf 900 runter und probieren uns da jetzt einfach einen Spieler zu ersnipen. Und da kommt jetzt einer für 900 Coins rein und das ist der Wähler. Der wird jetzt, glaube ich, nicht ganz so viel wert sein, aber immerhin für 900 Coins bekommen. Und da schauen wir einfach auch direkt natürlich nach auf dem Transfermarkt, was der gute Mann wert ist. Carlos Wähler, ich bin gespannt, was der jetzt wert ist. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Also Wähler haben wir hier am Start. Ich denke nicht, dass der über 1400 Münzen kostet. Und so ist es auch. Der kostet 1000 Coins leider nur. Aber das sind immerhin 100 Münzen gewinnen. Ich meine, das ist jetzt echt kein gutes Schnäppchen gewesen, aber es ist auch kein Verlust. Also von dem her nehme ich es gerne mal mit. 100 Münzen, wieso denn eigentlich nicht? Der hat halbwegs gute Verträge. Also der wird sich auch verkaufen hier für 1000 Coins. Und dann würde ich sagen, dann snipen wir noch einen RS und dann war es das auch schon wieder mit dem Trading-Tipp. So, da kommt einer rein für 700 Coins. Fast hätten wir Dembele für 700 Coins bekommen. Und da ist einer für 800 reingekommen und das ist Rodrigo mit dem Chemistry Style Hawk. Der ist natürlich nicht so häufig als RS auf dem Markt verfügbar, denke ich mal. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal auf dem Transfermarkt dann eben, was der gute Mann wert ist. Also wir suchen direkt Rodrigo dann hier. Rodrigo gesucht. So, Rodrigo, wo ist der gute Mann? Rodrigo, das müsste er sein. Schauen wir einfach mal, ob man den für 1800 bekommt. Ja, den können wir auch nochmal für 1300 Münzen reinstellen und das ist eben auch nochmal ein guter Gewinn. Und ja, Freunde, das war es jetzt auch schon wieder mit dem Trading-Tipp. Falls ihr mehr Trading-Tipps haben wollt, lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, die Tonqualität ging halbwegs klar. Mein Mikrofon spackt ja in den letzten Tagen leider wieder richtig rum, aber ich muss mir echt demnächst ein neues bestellen. Ich weiß noch nicht genau welches und da will ich eben kein falsches bestellen. Und ja, Freunde, das war es auch wieder mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.